Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wünsch dir was. Wir alle haben Sehnsüchte, Träume, Visionen, Wünsche. Es ist immer eine Herzensangelegenheit, weil das, was uns begeistert, weil wir das lieben, das kann die Liebe sein, das kann die Berufung sein, das kann Kunst sein, Kreativität, Spiritualität, Bildung, Kinder, Familie, fremde Länder, Sprache, wie auch immer. Es ist etwas da, was uns begeistert und es ist immer eine Herzensangelegenheit. Und dieses Legesystem wurde von mir entwickelt und es symbolisiert auch die Herzchakra. Und die Herzchakra ist hier in die Mitte, diese Herzensangelegenheit. Dann wünsch dir was. Die Menschen, die daran glauben, die das nicht aufgeben und ihre Wünsche, ihre Visionen, ihre Träume als Ziel setzen und sie werden nicht ablenken von diesem Weg, sondern sie verfolgen das, weil die Herz sagt das auch und die sind mit Begeisterung dabei, die geben ihre Träume nicht auf, die haben immer Erfolg im Leben und sie sind auch zufrieden und glücklich. Es ist sehr wichtig, wünsch dir was. Natürlich muss das realistisch sein, aber all das ist erreichbar. Was wünscht dir? Die finanzielle Sicherheit, ein Gewinn, gute Geschäfte, mehr Geld. Dann wünsch diese Schatztruhe. Wähl diese Schatztruhe aus. Möchtest die Liebe, Partnerschaft? Dann wähle diese Herz aus. Möchtest eine Prüfung bestehen? Oder wünsch dir eine Ausbildung? Oder möchtest du gewinnen in einer rechtlichen Lage? Dann such diese Schriftrolle aus. Bist du kreativ, spirituell? Möchtest du im künstlerischen Bereich arbeiten, andere damit beschenken? Oder wünscht es jemand dir beschenkt? Dann wünsch dieses Schmuckstück aus. Wünsch dir was. Und wir schauen die Zeitqualität an. Wie steht zur Zeit? Wie steht ihr zu euren Wunsch? Was könnt ihr machen? Was könnt ihr verbessern? Natürlich ist das eine allgemeine Legung. Aber es besteht die Möglichkeit, das auch buchen. Wünscht ihr was? Dann ist es persönlich für euren Wünsche. Und diese Art von Legung ist auch eine Beratungsvideo in drei Schritten. Im ersten Schritt klären wir, ist das erreichbar, was könnte es dafür tun, was kommt zurück. Im zweiten Stufe die Zeitangabe, wann trifft es ein, wann kannst du handeln und im dritten Stufe, welche Schritte sollst du machen. Also es ist möglich, eine persönliche Legung. Aber jetzt schauen wir mal allgemein an, wie ist die Energie zu eurem Wunsch. Also ihr habt einen Wunsch. Ihr möchtet gewinnen, möchtet die liebe Partnerschaft, möchtet ihr eine Prüfung bestehen oder möchtet ihr spirituell kreativ arbeiten, wünscht ihr vielleicht ein Geschenk. Also ihr habt einen Wunsch und wir nehmen diesen Wunsch jetzt ernst. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt und dieses Legesystem symbolisiert die Herzchakra. Und weil das alles Herzensangelegenheit ist, liegt auch in die Mitte der Wunsch. Und in diesem Legesystem sind auch die astrologischen Symbole und wir schauen an die Mondsymbol und das sagt die Gefühl. Was für Gefühl habt ihr dabei? Macht ihr das mit Begeisterung? Und das ist diese Karte hier. In dieser Karte entsteht die Kelche. Der Kelch hat einen Bezug zu Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unsere Gefühle.
Das heißt, es kommt wirklich aus euren Gefühlen, von Herzen. Aber was, wie fühlt euch dabei? Ihr habt das Gefühl, es ist noch nicht so weit. Ihr seid wie in einer Übergangsphase, in dieser Brücke. Ihr geht in die Richtung, weil ihr habt diesen Wunsch, diese Sehnsucht. Aber ihr habt das Gefühl, das ist noch zu früh. Es bewegt sich zwar in die Richtung, aber es ist noch nicht sichtbar, dass ihr das erreicht, dieser Wunsch. Also das, was das Gefühl vermittelt. Was ist zum Erwarten? Was kommt zurück? Das ist diese zweite Karte hier oben. Es handelt sich immer noch um Gefühle. Was kommt zurück? Nimmt dieses Gefühl ernst und beherrscht es. Beherrscht dieses Gefühl. Bei Wunscherfüllung kommt erstmal die Gedanke, wünscht ihr was? Was ist es genau? Dann kann man das definieren. Zum Beispiel, habt ihr einen Wunschpartner? Oder möcht ihr selbstständig sein? Oder möcht ihr besseren Geschäfte? Oder möcht ihr Geld gewinnen? Oder möcht ihr, dass im Rechtlichen ihr Recht bekommt? Oder möcht ihr eine Prüfung bestehen? All das ist konkret. Das ist Gedanken. Und mit Verstand, mit Gedanken können wir das als Ziel setzen. Dann haben wir schon die Richtung bestimmt. Was schwieriger ist bei dieser Wunscherfüllung, die Gefühle. Weil wir neigen dazu, daran zweifeln. Wir neigen dazu, Ängste zu haben. Also in solchen Gefühlen hindern wir, dass unserem Wunsch zur Erfüllung geht. Und alles kommt in Realität, es wird realisiert wie eine Neugeburt, wenn das Gefühl stimmt. Wenn das Gefühl stimmt, die Begeisterung, die Liebe dazu, die Begeisterung, die Vision, die Traum, die Vorstellungskraft. Und diese zweite Karte ist eine Botschaft, beherrscht euren Gefühlen, dann kommt das zum Erfüllung. Was könnt ihr in Tat umsetzen? Das ist die Mars-Energie, setzt etwas in Bewegung. Und hier ist die Mars-Symbol. Und was könnt ihr machen? Das ist die Kraft. Setzt es in Kraft. Das heißt Überzeugungskraft. Gibt es nicht auf, weil daran liegt die Stärke. Zeig Stärke, zeig diese Überzeugungskraft, all das, was ihr wünscht, auch erreicht. Was kommt zurück? Das ist die zweite Karte hier. Es kommt in Harmonie. Es ist auch die Quelle, es sprudelt schon diese Quelle. Also ihr geht in die Quelle und ihr habt einen direkten Bezug zu euren Wunsch. Das heißt, es kommt im Fluss, es sprudelt schon etwas. Merkur ist ein Symbol für Gespräche, Handlungen, Termine, schriftlichen Sachen, die Kontakte. Sollt ihr darüber sprechen mit jemand? Und das ist diese Karte hier. Diese Karte gehört auch zum Kelchen, also zu Wasserelement, also wieder spielt das Gefühl eine Rolle. Wenn das um eine Liebe geht, dann macht ihr eine Einladung. Entweder geht auf die anderen zu und macht ihr eine Einladung oder lächelt ihn an. Das ist schon auch mal der erste Schritt, ein Signal. Setzt ihr Signal, weil da kommt auch zu Begegnung. Natürlich, wenn es um andere Sachen geht, wie Finanzen oder die Berufung oder eine Prüfung, da hilft die Lächeln nicht, sondern sollen wir einladen, diesen Wunsch. Und das könnten wir zum Beispiel nicht nur visualisieren, sondern hier spielt auch das Gefühl eine Rolle, ein gutes Gefühl dabei haben, die Vertrauen zu haben, dass dieser Wunsch zur Erfüllung geht.
Also hier spielt die Gefühl eine sehr große Rolle, wie hier diese Karte zeigt. Auch beherrscht die Gefühle, kein Zweifel, keine Angst, weil das sind die Hindernisse. Mit diesen Gefühlen, Angst, Zweifel, kommt das nicht zum Erfüllung, weil das blockiert das. Also ladet das ein, euren Wunsch, seid dafür offen. Wenn es um Liebe geht, bitte auf anderen zugehen, ein Signal setzen, wenn anderen Wunsch ist. Achtet auf die Gefühle, das ist wie eine Einladung, dann kommt auch zu dieser Begegnung, das kommt etwas entgegen. Haben wir Glück, das ist die Jupiter-Symbol, Chancen und Glück, das ist hier die Jupiter-Symbol und das ist eure Karte hier. Versucht ihr dieses Wunsch, was euren Herzen kommt, wie euren Heiligtum betrachten. Das ist wie ein Tempel. Es ist auch sehr wichtig, unserem Inneren wirklich wie ein Tempel betrachten. Weil in unserem Inneren wohnt unsere Seele. Und das braucht auch einen Raum. Und das ist die Glauben. Glauben an uns selbst. Glauben an Gott, Glauben an eine höhere Bewusstsein, Glauben an diese Traum, Glauben an diese Liebe, Glauben an diese Selbstständigkeit, Glauben an diese Berufung. Also wir setzen das im Glauben und es ist nicht nur die Gebet zu Gott, sondern auch ein inneren Gespräch mit uns selbst und dazu brauchen wir die Stille. Weil nur so haben wir einen Zugang zu unserem Inneren. Und das sollen wir wie unserem Heiligtum betrachten. Weil so fühlt sich die Seele wohl, braucht die Ruhe. Und das ist diese sanfte Berührung. Und so sollen wir in diesem Glauben bleiben. Und das ist auch wie ein Heiligtum, soll dieser Wunsch für uns heilig sein, damit wir das gar nicht aufgeben. Was kommt zurück? Ändert sich die Ausstrahlung. Das ist die magnetische Anziehungskraft. Es ist zwar ein erotisches Bild, aber ich würde das eher beschreiben geheimnisvoll. Geheimnisvoll, das ist diese magische Anziehungskraft. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Energiefeld an uns verändern durch unseren Glauben, und dass dieser Wunsch für uns heilig ist und dass wir das nicht aufgeben, ändert sich die Energiefeld und das strahlen wir aus, das ziehen wir auch an. Das ist die Anziehungskraft und daran liegt auch die Glück. Venus ist ein Symbol zum Harmonie, Schönheit, die Weiblichkeit, die Frau, aber auch Selbstständigkeit und auch Kunst. Und hier ist die erste Karte, bedeutet wie eine Einladung. Wenn das um die Liebe handelt, dann sollt ihr euren Wunschpartner oder Partner oder Wunschpartnerin oder Partnerin einladen. Oder kommt eine Einladung, weil es kommt die Erfolg. Die zweite Karte bedeutet auch Erfolg. Es kommt etwas entgegen. Kommt auch in Harmonie. Wir bekommen mehr Klarheit. Das ist auch die Ausstrahlung, das ist die Sonnenhafte, kann auch als Zeitkarte betrachtet werden, dass im Sommermonaten kommt das zu Harmonie, zu diesem wirklichen Treffen auch, das trifft dann auch ein. Haben wir eine Lernaufgabe bei diesem Wunsch? Die Lernaufgabe ist, dass wir das umarmen, weil wir sagen, das gehört doch zu mir. Das gebe ich gar nicht auf. Und was kommt entgegen? Das kommt in Harmonie. Eine sanfte Berührung, die Gefühle und auch die klare Verstand. Und diese Karte bedeutet auch Luftelement. Also die Leichtigkeit gehört auch zu Luftelement. Und auch die Entscheidungen, klare Entscheidungen. Und so könnte ich jetzt die Zeitraum beschreiben, diese Zeitqualität bezüglich an euren Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.